Good morning, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Wir werden heute weitermachen in der nächsten Horizon-Story, werden die Washro-Story, die wir letztes Mal freigeschalten haben, zumindest versuchen zu komplettieren. Ob wir das heute komplett schaffen, weiß ich nicht. Wir müssen dafür nämlich unter anderem einmal ganz hier rüberfahren. Das heißt, ein bisschen Autobahn dürfen wir schießen. Hey, ich habe an dem Washro gearbeitet und mehr über Papa Fernando erfahren. Komm vorbei, dann zeige ich dir, was ich meine. Ja, machen wir. Aber vorher jedoch werden wir uns ein neues Fahrzeug abholen. Mit dem wir vielleicht ein bisschen schneller von A nach B kommen, weil der M4 ist zwar schon ganz nett. Aber ich glaube, da finden wir was Schnelleres in der Garage. Nämlich der BMW X5 Forza Edition. Nein, er wäre tatsächlich schneller wahrscheinlich, aber den nehmen wir nicht. Ich würde sagen, worauf habe ich einen Bock? Irgendwas, was schnell ist, irgendwas, was ein Porsche ist, irgendwas, ein GT2 RS, so in die Richtung, da sehe ich mich. Haben wir ja bekommen durch die Treuebelohnung, dadurch, dass wir Motorsport 7 gespielt haben. Ich finde es aber noch frech, dass ich den P1 nicht bekommen habe, sonst wäre ich den jetzt gefahren. Wir gehen auch mal kurz ins Tuning rein, denn ich weiß eine Sache beim GT2 RS, die ich unfassbar geil finde, die im Vorfeld schon mal gezeigt wurde. Er hat ein Bodykit. Und zwar, wie ich finde, ein geniales Bodykit. Ich bin ja normalerweise kein Fan von Breitbauten, aber das ist so clean, finde ich. Gibt ihm so eine richtig schöne Racing-Optik. Das gefällt mir unfassbar gut. Wir werden es heute nicht draufziehen, das wird wann anders passieren, aber ich wollte es einfach nur mal gezeigt haben. Motoren. Schade, ich dachte, ein 18-Motor würde theoretisch reingehen. Aber leider nicht. Forza Aero können wir natürlich auch drauf bauen. Und ja, ein etwas größerer Flügel können wir auch machen, aber das lassen wir sein. Was haben wir für Lackierung beim GT2 RS? Der hatte ja in Horizon 4 schon einige, die ganz geil waren. Schwarz, blau, gelb, rot, rot. Und dann noch mehrere verschiedene Weißtöne. Ja, sind coole Farben. Definitiv mit dabei. Ich finde ihn in Schwarz ganz geil, muss ich sagen. Aber das Silber... Grau hier mit der schwarzen Haube und alles, das passt halt einfach, finde ich, sehr gut. Und deswegen würde ich sagen, fahren wir ihn vorerst einfach mal so. Wir nutzen ihn ja eh nur, um von A nach B zu kommen aktuell. Moment. Ja, der GT2 RS war ja auch so ein kleines Problemfahrzeug. Warum fahren wir nicht Autobahn? Okay, wir fahren einfach nicht Autobahn. Der GT2 RS war ja so ein... kleines Problemfahrzeug, sagen wir mal, in Forza Horizon 4, dadurch, dass die Aerodynamik nie so richtig funktioniert hat. Ja, gab es einige Probleme bei diesem Wagen, was die Performance angeht, denn er war halt nicht gut. Er war überhaupt nicht gut. Man hatte im Prinzip den Luftwiderstand bei diesem Fahrzeug, aber nicht die dazugehörige Downforce. Also er war auf der Geraden lang, also meine Kurve aber nicht so schnell, wie er sein sollte. Das hat den Wagen natürlich ein bisschen problematisch gemacht und mir wurde schon mitgeteilt, dass das Ganze hier in Horizon 5 wohl anders sein sollte. Da bin ich natürlich sehr gespannt drauf. Das werden wir uns demnächst mal anschauen. Wobei, vielleicht fällt es uns ja auch heute schon auf. Könnte natürlich auch passieren. Wobei das hier im Gelände natürlich schwierig wird, aber gut, da kann ja, kann der Wagen ja nichts dafür, dass das Navi mich hier lang schickt. Ich dachte eigentlich, das Navi wäre intelligent und würde mich nicht durch die Offroad-Straßen schicken. Durch die Offroad-Wege, die Offroad-Straßen, genau, nee, durch die Offroad-Wege meine ich. Habe ich mich gehört. Klingt aber auch sehr gut, finde ich, der GT2 RS. Also mit den Sounds haben sie sich dieses Mal echt übertroffen in Horizon 5, finde ich. Oh ja, warte mal. Mir gefällt auf jeden Fall, was ich sehe hier, wenn ich mir die Kurvenlage anschaue. Das gefällt mir sehr gut. Ja, das Haus werden wir uns irgendwann mal kaufen, aber... noch nicht, definitiv. Aber ja, ich merke auf jeden Fall, also das merkst du super früh, dass hier die Aerodynamik wirklich auch ein bisschen besser greift. Gibt mir natürlich dann Hoffnung auch für beispielsweise den 27S oder ein Performante und natürlich vor allem die Corvette ZR1, weil die hat ja
hinten und vorne nicht geklappt in Horizon 5, in Horizon 4. Da haben sie ja sogar noch was anderes grundlegend vergeigt. Da haben sie ja die Performance-Daten von der ZR1 ohne das ZTK-Paket genommen, was du an der Topspeed beispielsweise gesehen hast und an der Beschleunigung. Ich hoffe, sie haben es überarbeitet. Ich kann aber natürlich nichts dazu sagen. Alter, wie sie den Wagen da aushebt, wenn du drüber fährst. Cool. So, wir werden uns nicht rechts runterstürzen. Mittlerweile weiß ich ja, dass das geht. Das lassen wir schön sein. Und tatsächlich gibt es über die Brücke ein Drag Race. Aber da passen doch keine. Warte mal. Da passen, ach nee, das ist ein Straßenszenenrennen. Oder? Ja, das ist ein Straßenszenenrennen. Aber. Ach so, okay, das geht noch ein bisschen weiter. Ich dachte, das würde nur hier lang gehen. Das ergibt mehr Sinn. Weil ich dachte mir schon, du kriegst ja keine 12 Autos nebeneinander. Auf der. Auf dem Dragstrip, also auf der Brücke da. Wobei vielleicht. Vielleicht sind die Drag Races ja auch. Überarbeitet worden. Ich weiß ja nicht. Ich bin ja noch kein Drag Race gefahren bisher. 6000 EP nehmen wir gerne mit. Guck mal. 10 Forsaton-Punkte. Du hast einen permanenten Vorteil freigeschaltet. Dieses Auto erhält einen permanenten Bonus. Ja, für dreifache Überholenfähigkeiten. Gut, die werden wir auch sehr häufig bekommen. Auszeichnungsbelohnung verfügbar. Moderner XS-Rennanzug. Wofür haben wir den bekommen? Schaltet 10 Automeisterungen frei. Okay, cool. Ach, es steht sogar das Datum da, wenn man die freischaltet. Auch geil. Das wusste ich auch noch nicht. Wo war ich? Ich habe voll vergessen, wo ich war. Egal. Es war bestimmt ein tolles Thema. Wir haben alle gedacht, wir haben alle geweint. Die Emotionen waren grenzenlos. Und ihr habt euch bestimmt alle unterhalten gefühlt. Deswegen könnt ihr gerne diesen Video einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr wollt. So, kleine schamlose Eigenwerbung an der Stelle. Wobei, es ist ja nicht mal Eigenwerbung, es ist ja... Es ist nicht mal Werbung, wenn wir ehrlich sind. Es ist eine Bitte, eine höflich gemeinte Bitte. Das Haus kann man doch safe kaufen, oder? Oder warum sieht das da so platziert aus? Na gut. Kapitel 2. Während der Woche auf Vordermann gebracht wird, hat Alejandra eine Frage von höchster Dringlichkeit. Höchste Dringlichkeit, so, so. Nein, ich bring dich nicht zum Meckes. Was meinst du dazu? Sehr schön. Wo ist der Wocho? Ja, da ist er. Ich lasse mir Zeit damit. Keine Sorge, Superstar. Manchmal ist ein Serienwagen gar nicht so schlecht. Wocho, okay. Jetzt weiß ich auch, wie man ausspricht. Möge der bessere Mechaniko gewinnen. Oh, so ist das also. Ah ja. Kleines Rennen hier. 6 Kilometer in 1,5 Minuten? Wie soll das funktionieren? Ah, okay, ich weiß, wie das funktionieren soll. Ja, das machen wir jetzt mal nicht so. Wir fahren einfach mal so, wie es sich gehört. Dass wir die Storys dann auf 3 Stellen machen, können wir dann gemeinsam irgendwie mal in einem Stream oder so machen. Aber ich glaube, es ist ganz geil, wenn wir die Storys mal, wenn wir sie das erste Mal spielen, so spielen, wie sie gedacht sind. Und dann kümmern wir uns mal anders eben darum. Fahr geradeaus. Okay. Jetzt fährst du die kürzere Strecke. Anna, auf wessen Seite bist du, Amiga? Für dieses Rennen gibt es keine feste Route. Ich leiste nur Navigationshilfe. Würde dir zu gerne ein High Five geben, Anna. Anna ist mir gerade sehr sympathisch geworden, muss ich sagen. Auf der Hauptroute. Anna ist mir gerade extrem sympathisch geworden. Holy shit. Das ist halt cool, dass sie Anna nicht nur als Navigationssystem sehen, sondern sie auch wirklich verwenden als, ja, Charakter in Horizon 5. Sehr coole Sache. Das ist aber irgendwie... Hä, das sind keine 900 Meter. Okay, die Distanz hat nicht so... Die Distanz war nicht so hundertprozentig richtig, aber gut.
Ja, dann haben wir es auch so auf 3 Sterne gemacht. Ich dachte, du müsstest umdrehen und über die Autobahn fahren, aber nein. Muss man nicht. Das schafft man auch so relativ einfach. ¿Qué onda, amiga? Triff mich in der Werkstatt. Hey, rate mal, wer den Bocho zum Laufen gekriegt hat, so wie 1963. Er wäre gut für Rallye-Fahrten geeignet. Das könnten wir hier machen. Ja, bin auf Weg, bin auf Weg, bin auf Weg, bin auf Weg. Wenn du dein Gymkanner zeigen willst, wäre das hier möglich. Deine Wahl, wir treffen uns dort. Ah, jetzt haben wir nämlich verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Wir können jetzt hier quasi eine von den beiden wählen. Wir können die andere dann noch mal anders spielen. Können hier zum Beispiel Rallye fahren scheinbar und hier dann Gymkhana machen, also eher so Fähigkeitenziele, wie mir scheint. Also ihr kennt mich, ne? Hey, willst du den Bocho auf einer Rallye-Strecke testen? Yoshi. Ja, sie. Das Kapitel von Die Abenteuer von Horizon freigeschaltet. Auch cool. Erstmal drehen wir einen Respin. Oder auch nicht. Zeit für ein Abenteuer. Wohin geht's als nächstes? Noch nirgendwo hin. Das machen wir nächste Folge. Und 100.000. Cool. Wir fahren unter 4 Minuten vom Horizon Apex Außenposten zum Horizon Festival Außenposten. Also ich bin echt mal gespannt. Ich werde mir demnächst auch mal die ganzen Ziele angucken hier. Was so die schwersten Ziele sind. Und wie speziell die werden. Ob du dann wirklich so hast wie auf Lego beispielsweise, hattest du ja irgendwie schaffe dieses Event mit diesem Auto in dieser Zeit. Gab es glaube ich ab und zu mal. Bin ich mal gespannt, ob sowas hier wieder existiert. Könnte ich mir auf jeden Fall schon vorstellen. Ist aber eine geile Sache. Also das war auch wirklich das Beste an der Lego-Expansion. Und dass sie das jetzt hier übernommen haben fürs Hauptspiel und das wirklich auch so ein elementarer Aspekt ist und nicht einfach nur Nebenziele, die man halt abschließen kann, wenn man möchte, sondern dass es halt auch in der Story integriert ist, ist eine feine Sache auf jeden Fall. Nein, wir machen die Story. Den Schollen von Hohen waren anders, wir machen die Story. Da lasse ich mich jetzt mal nicht ablenken. Gibt ein Track Race am Flughafen, geil. Wahrscheinlich habe ich das irgendwann schon mal gesehen und mich gefreut, aber ich lasse mich gerne nochmal darüber erfreuen. In 400 Metern rechts abbiegen. Und ja, der GT2RS hat jetzt auf jeden Fall den Grip, den er haben sollte. Ja, das schaffe ich nicht innen. Ist auch ein bisschen durch den Schnee gefahren, der Raptor gerade. Jetzt war hier wieder im Dschungel, glaube ich. Ja, wir sind ja eher südlich gerade von der Map. Ich bin ein großer Fan von den Straßen hier unten. Es sind nicht viele. Du hast hier natürlich vor allem... Okay, Fähigkeitslied fängt gleich an. Ich habe das Radio, wie gesagt, sehr leise gemacht, damit mir da einfach kein Copyright-Problem kommt. In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Nee, es sind hier unten nicht unbedingt viele Straßen, aber die existieren, sind sehr cool. Alejandra hat den Wocho, wieder zum Laufen gebracht und ein paar Temponotizen aufgeschrieben. Wer will in Gruppe V? V steht für Wocho. Captain Obvious, meine Damen und Herren. Míralo. Meine Abuelita Rosa erzählte mir vom ersten Mal, als Papa Fernando einen VW Käfer sah. Das war 1954, als sie für die Carrera Panamericana in Mexiko eingeführt wurden. Sieht toll aus. Darf ich? Na klar, ich habe eine schöne Rallye-Strecke für dich markiert. Ich fahr mit. Und ich darf die Käfer jetzt fahren? Cool. Oh ja. Die Leute reichen, auf der Straße bleiben. Na gut. Ach, jetzt werden uns hier auch wirklich so Rallye-Ansagen gemacht. Geil. Leicht rechts, dann leicht links. Das ist cool. Nicht schneiden.
Das ist genial. Kann man nicht anders sagen. Rechts, dann übersprungen. Vielleicht rechts, dann übersprungen. Oh ja, kleines Springchen. Also sie baut ihn hier zu einem Ready-Wagen um. Auch schön zu sehen. Übersprung, dann Wasser, dann scharf rechts, anderer Untergrund. Ich mag die Horizon-Stories. Die sind sehr gelungen. Wir müssen jetzt hier aber mal ein bisschen Gas geben, damit wir das Ganze auch erreichen. Haben nur noch knapp eine Minute. Leicht links, nicht schneiden, dann anderer Untergrund. Warum nicht schneiden? Hätte man super schneiden können. Leicht links, dann leicht rechts, nicht schneiden. Ich will aber schneiden. Ich habe extra eine Schere geholt. Anderer Untergrund in leicht links. Ja, so leicht links ist die gar nicht. Leicht rechts, dann Wasser. Ein Sprung über Wasser, dann hart rechts. Hart rechts? Ah ja. Ich verlasse mich tatsächlich auf ihre Ansagen. Ja, komm, das reicht, oder? Jawohl! Grandiose Fahrt, gut gemacht! Dankeschön! Kannst du dir vorstellen, damit in den 50ern 3000 Kilometer quer durch Mexiko zu fahren? Klar. Papa Fernando meinte, das wäre der Beweis, dass der Wocho alles kann. Jetzt heißt es doch Wocho. Klingt nach einem tollen Kerl. Hat ihn gern kennengelernt. Dann heißt er jetzt Wocho. So. ¿Qué onda, amiga? Triff mich in der Werkstatt. Hey, mi Familia kam den Wocho besuchen, als ich in der Werkstatt daran gearbeitet habe. Sie haben mir die tollsten Stories erzählt, die kaum zu glauben sind. Tio Oscar meinte, dass Papa Fernando eine Weile für ein Rallye-Team gefahren ist. Er trat in der Baja an, vielleicht sogar in Dakar. Wir könnten eins seiner Rennen nachstellen. Und Tia Sofia meinte, dass er mit seinem Wocho ins Dach einer Schule gesprungen sein soll. Seine Sprünge könnten wir doch auch nachstellen. Die Schule lassen wir aber besser weg. Deine Entscheidung, ich kümmere mich um den Aufbau. Also haben wir jetzt wieder zwei verschiedene Auswahlmöglichkeiten, okay. Querfeld ein oder fliegen? Huh. Ja, komm. Triff mich an diesem Gefahrenschild. Ich hab's in sicherer Entfernung zu den Gebäuden aufgestellt. Schon unterwegs. Marva. Ein Sprung ins Glück, meine Damen und Herren, hat noch nie geschadet. Genauso wie ein Wheelspin. Die sind immer fein, da kommt immer was Gutes raus. Ja, 125.000. Mit den Horizon Stories machst du aber auch echt gut Anerkennung. Also, die sind aber auch schön, finde ich. Also, ich bin mal auf die anderen Horizon Stories gespannt. Wir haben ja jetzt nur zwei bisher gefunden. Einmal eben jetzt diese eben mit dem Wocho. Und einmal... Triff mich in der Werkstatt. Ich war gestern bei einem Beschleunigungsrennen und sprach mit ein paar Mechanikos über die neuesten Gerüchte. Das hier wird dir gefallen. Ja, natürlich. Wo war ich? Ne, wir haben... stimmt, ich habe bisher nur zwei Horizon Stories entdeckt. Einmal eben die Testfahrt. Und einmal... die Wocho-Story eben. Aber es gibt ja noch sehr, sehr viel mehr und ich bin gespannt, wie die alle ablaufen werden. Vielleicht gibt es eine Unterwasser-Story, dann könnt ihr die durchaus absaufen, aber da glaube ich jetzt erstmal weniger dran. Okay, die geht nicht voll. Ausweichmanöver. Trick 18. Shit. Aua. Ich frage mich ja gerade, wir hatten ja zwei Auswahlmöglichkeiten vor dem Event schon. Also wir haben ja die Wahl gehabt, hier ein Chicana-Event zu machen oder aber ein Rally-Event eben. Haben wir jetzt unabhängig davon, wo wir sind, da drüben fliegt der Pluto, haben wir jetzt unabhängig davon, also, oder ich frage es vielleicht anders, wenn wir die andere Wahl genommen hätten, also wenn wir die
Wenn wir die Horizon... wenn wir das Shinkana-Event gemacht hätten, hätten wir dann trotzdem jetzt diese beiden Möglichkeiten bekommen oder wären das andere zwei gewesen? Das würde mich interessieren. Nur ich wende nicht. Und das wirst du mir noch 5000 Mal sagen, wenn ich da 5000 Mal den Kreisverkehr nicht so fahren, wie du möchtest, aber das ist mir 5000 Mal egal. In 400 Metern links abbiegen. Das ist frech. Einfach mal so ein LKW aus dem Nichts. Gerade den Tarnmantel abgelegt, kurz bevor ich angekommen bin. Den habe ich eingesaugt hier mit dem Porsche. Der macht aber halt wirklich Spaß zu fahren, muss ich sagen. Also ich bin den ja in Horizon 2... in Horizon 2, genau, ja. In Horizon 2 bin ich den auch nicht gefahren. Nee, in Horizon 4 bin ich den nicht so wirklich gefahren. Weil er mir der einfach nicht gefallen hat. Da waren der GT3 RS beispielsweise 901.2 und 901.1 deutlich attraktiver für mich. Deswegen habe ich auch, als ich ein Animotorsport-Fahrzeug gebaut habe, von Porsche, wo ich mich ja dazu entschieden hatte, irgendwann 260, glaube ich, sowas umgedreht, hatte ich mich ja aktiv gegen die GT3 RS entschieden, weil ich mir einfach dachte, okay, komm, GT3, es funktioniert einfach besser, aber vielleicht wird es ja in Horizon 5 einen Animotorsport GT2 RS geben. Ich bin, so der aktuelle Stand, nicht abgeneigt. Aber ich habe sowieso jetzt schon viel zu viele Pläne und Ideen. Alleine halt mit der Kades, die wir jetzt haben. Ich habe noch kein einziges DLC-Fahrzeug gesehen. Ich habe noch kein einziges Fahrzeug, was über die Updates reinkommen wird in der Garage. Und ich habe jetzt schon so viele Pläne für an die Motorsportwagen. Ich weiß jetzt schon, dass ich das in Horizon 5 nicht alles schaffen werde. Zumal ich ja noch die ganzen alten Tunings neu machen muss. Also, ja, ich muss ein paar Dinge tun. Sagen wir es mal so. Du hast dein Ziel erreicht. Wurzschuh kann fliegen. Okay, nee, aber das sind wohl jetzt zwei Optionen, die auf meiner vorherigen Wahl basieren. Okay. Alejandra hat über El Auto en el Techo gesprochen. Etwas über Autos auf Dächern. Vielversprechend. Hey, ja, klingt so. Für einen Sprung? Ah, ja, dachte ich mir fast schon. Den Kratzern am Unterboden nachzuurteilen, wäre das nicht der erste Sprung von diesem Wocho. Bin gespannt. Hast du eine Route? Ist festgelegt. Los! 50 Meter. Ne, ich glaube 166 Meter waren die drei Sterne. Komm, das kriegen wir hin. Einfach Vollgas und rein. Wenn wir die Kurve kriegen. So, come on. Nicht gegen den Kanister fliegen. Ne, haben wir. Oh! Ich meine, 166 wow. Waren drei Sterne, oder? Alles okay? Ja, ich hätte sogar Lust auf noch eine Runde. Aber ein anderes Mal. Papa Fernando war ein Draufgänger, der Veras. Er hat sich so manchen Ärger eingehandelt. Und der Wocho war daran nicht ganz innocente. Er wollte nur seine Grenzen austesten, Aleja. Das verstehst du doch. Klar, du hast recht. Das tun gute Mechanikas. Ich mach mich dann mal wieder auf zur Garage. Bis bald. Komm schon. Oh, wie bitter. Wirklich ein Meter. Ja, wie gesagt, probier was anders. Das machen wir was anders auf drei Sterne. Ich habe Papa Fernando in einem alten Automagazin gefunden. Es enthält jede Menge Infos darüber, was er mit dem Wocho gemacht hat. Kann's kaum erwarten, etwas davon auszuprobieren. Für schnelles Handling und Kurven könnten wir hier hin. Für Geschwindigkeit auf der Geraden hier. Handling oder Vollschmackes über die Autobahn? Das ist ein Blitzer. Einen Wocho wie unseren hat der bestimmt noch nie geblitzt. Ja, also Leute, ne, gibt's da irgendeine Wahl? Glaube nicht. In 100 Metern links abbiegen. Links abbiegen.
So, ja, bin ich mal gespannt, wenn wir jetzt quasi einen Drag-Spec haben. Wobei, vielleicht ist das ja jetzt sogar der Watcher. Der hatte ja eine Wheelie-Bar in der Garage. Ich hoffe, der hat wirklich eine Wheelie-Bar. Ich hoffe, man kann auf dem Käfer eine Wheelie-Bar zünden. Weil das wäre ein Zeichen dafür, dass du halt ordentlich Leistung reinknallen kannst in den Käfer. In Horizon 2 konnte man den V8 reinbauen. Einen LS-Swap. Konnte man damals machen. Das ging aber seit Horizon 3 nicht mehr. Und ich hoffe wirklich, es geht wieder. Das wäre so schön, wenn man einfach wieder solche komplett crazy Sachen machen könnte. Ich meine, wir haben ja eh schon gesehen, dass sehr, sehr viele Fahrzeuge neue Teile haben. Und auch sehr viele Motoren-Swaps teilweise, die sie vorher noch nicht hatten. Dementsprechend kann das halt schon passieren. Ja, schön Schotter hier wieder mit dem GT2S, sehr gut. Ich glaube aber, der funktioniert hier sogar gar nicht schlecht, wenn man den vernünftig aufbaut. Mit Offroad-Reifen, Offroad-Fahrwerk und allem. Das werden wir natürlich irgendwann ausprobieren. Automobile Schandtaten wird ein Format sein, welches in Horizon 5, glaube ich, sehr viel Liebe bekommen wird. Hoffentlich von euch genauso wie von mir. Rechts abbiegen. So, da bin ich jetzt mal gespannt. Also es ist wohl doch nur ein Blitzer, den wir machen, nicht die Autobahn. Erreicht. Aber reicht ja. Alter, wie viele Kapitel? 13 Stück, ja natürlich. 306 km/h. Ui, das ist schnell. Ich hoffe, ihr habt Trackreifen. Sieh dir das an. Ach ja. Keine Ahnung wieso, aber das gefällt mir. Steig ein, ich erklär's dir. Das ist doch Horace von Herbie. Och ja. Wow, dieses Ding hat echt was drauf. Voll, oder? Ich habe eine Route für dich festgelegt. Los geht's. Ja, genau. Was zur Hölle? Warum? Weshalb und warum so viel? Und darf ich auch? Das ist ein Forza Edition, oder? Wenn ich mir das Kennzeichen angucke, ist das eine Forza Edition. Ja, komm. Die 300 km/h haben wir easy. Kannst anhalten. Hab die Bremsen repariert. Fantastisch. Ach, schön. Die Kiste hat echt was drauf. Mit 300 durch den Blitzer schießen, ja, Bremsen gehen nicht. Warte ab, bis du siehst, was Papa Fernando damit als nächstes gemacht hat. Ich bin gespannt, fasziniert und verwundert. Alles zugleich. Ich bin's wieder. Meinst du, du kannst mit dem Watcho driften? Nein. Ich habe etwas mit dem Radsturz gespielt. Komm zu mir, wenn du mal driften willst. Ich habe auch eine Idee für einen kleinen Hindernisparcours. Komm vorbei, wenn du es ausprobieren willst. Da sehe ich mich schon eher. Hindernisparcours wirst du lieben, wenn ich ihn je fertigstellen kann. Hey, Champ! Nichts hält uns jetzt noch ab. Aha. Ich bereite das nächste Horizon-Abenteuer für dich vor. Hier steht eine komplett restaurierte Dodge Viper ACR für dich bereit. Ja, cool. Damit der nächste Scheunfund für uns. Ich glaube fast, die Horizon Story muss ein Zweiteiler werden, oder? Oder mache ich eine lange Folge? Weiß ich nicht. Mal schauen. Wenn wir danach halt nur noch die anderen Kapitel haben, dann machen wir eine lange Folge. Ihr werdet es ja sehen an der Folgenlänge. Aber man kann ja die Kapitel auch an der Story selber dann einfach auswählen. Neue Bestleistung, aber nicht 3 Sterne. Schade. Dass das hier halt ein Crack Race ist, wundert mich ein bisschen. Bei nächster Gelegenheit, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie man da 12 Autos nebeneinander kriegt. An dem Flugplatz. Das sind auch nur 2 Sterne gewesen bei dem Sprung. Uff, okay, du musst da ordentlich Schwung aufbauen. Aber gut, du kannst ja auch ewig lang durchziehen. Also das funktioniert ja. Der Vulkan. Route wird neu berechnet. Warum? Nein, musst du nicht. Wir sind immer noch auf der Route. Anna, alles gut. Und geben immer noch Knallgas.
Man merkt halt jetzt aber auch wirklich, wie der auf der Geraden von der Downforce zurückgehalten wird, vom Luftwiderstand. Und ich glaube, wir werden jetzt das erste Mal einen NPC in nächstes Universum befördern. Nee, wir werden jetzt das erste Mal das Stadion sehen. El Estado Horizon. Sehr schön. Bin ich mal gespannt, was wir jetzt hier machen dürfen. Ich glaube, es waren Fähigkeitenpunkte, wenn ich richtig gesehen habe. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, 250.000. Genau rechtzeitig. Wir sind bereit. Ja? Ich will wissen, was dieses Auto in Sachen Wendigkeit drauf hat. Also habe ich dir einen Parcours gebaut. Willst du es versuchen? Natürlich. Dachte ich mir. Steig ein. Ich zeig dir alles. 250.000 Punkte sind aber viel. Also, bin ich jetzt mal gespannt. Wir haben hier einige Rampen und Hindernisse aufgebaut. Folge der Route und passiere sie so schnell du kannst. Welcher Route soll ich folgen, bitte? Okay, keine Ahnung, was sie möchte. Aber ja, wir müssen 250.000 Punkte irgendwie erreichen. Das ist halt nicht wenig, ne? Das heißt, wir brauchen 50.000 mal 5. Aber wir haben wenigstens gute Leistung, mit der wir hier schön driften können. Ich weiß halt jetzt leider auch überhaupt nicht, wo hier der beste Ort wäre, hinzufahren. Fähigkeiten, die wäre halt jetzt geheilt, aber ich glaube, die können hier nicht passieren. Während solchen Horizon Stories. Würde mich zumindest irgendwo ein bisschen wundern, muss ich gestehen. Aber egal, wir driften hier einfach einmal schön rum. Ich glaube, dann können wir es tatsächlich auch ganz gut schaffen. Haben wir schon fast die Hälfte. Fast weggedreht. Ein bisschen mehr Leistung würde dem Käfer halt echt nicht schaden, aber ja, passt schon. Ich weiß halt auch gar nicht, wie weit wir voraus sind, was die Punkte angeht, ob wir quasi potenziell schon das Ganze geschafft haben oder nicht. Ach, da ist dieser Hindernisparcours, wie sie ihn genannt hat. Ja, gut, also ich glaube, den sollte man nicht so unbedingt verwenden. Die drei Rampen da werden dir nicht zum Ziel helfen. Nein, 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 nein. Nein. Oh. Schon eine Minute noch, 10.000 brauchen wir noch. Ja. Komm schon. Gleich haben wir's. Wollte ich mal hier 180? Wann? Wann ist das passiert? Okay, wir haben's. Nice. Puh, okay, das ist nicht unbedingt die leichteste Horizon-Story, muss ich sagen. Das ist wirklich nicht unbedingt die leichteste Horizon-Story. Aber wir haben 5 Fähigkeitenpunkte bekommen. Das ist doch auch schön. Und ich glaube fast, wenn wir... Wir können gleich 2 Horizon-Kapitel anfangen. Nächste Folge. Okay, auch cool. Wie viel Leistung hat der... Ja, okay, 300 PS, aber ist halt ein Käfer, der wiegt halt nichts. Also, das geht schon gut voran. Fantastisch! Das war eine tolle Show. Hm. Ich muss ein paar Dellen ausbessern, aber das ist das Gute am Watcho. Man braucht nur einen Hammer und etwas heißes Wasser. Oder einen neuen Käfer. Das ist ein tolles Auto. Dein Urgroßvater hätte es sicher gern gesehen. Ganz bestimmt. Schade, dass wir es ihm nicht zeigen können. Aber egal, hau schon ab. Ich melde mich bald wieder. Ja, schön.
Ich glaube aber viele Kapitel haben wir nicht mehr, oder? Hey, beschäftigt? Ich habe noch was vor mit dem Mocho. Ein Shooting, damit die Erinnerungen sogar noch länger wären als ein VW-Käfer. Mir fallen auch schon ein paar Orte ein. Der Ort, an dem Papa Fernando ihn für uns hat stehen lassen. Oder die Bacher, wo er all seine Geländerennen fuhr. Was meinst du? Ja, komm, also... Dort hat alles angefangen. Kommst du hin? Als ob es eine Wahl gäbe. Ja, und wir haben schon wieder ein neues Kapitel freigeschalten. Das machen wir nächste Folge, wie gesagt. Bereit für ein neues Abenteuer? Wir haben ja... Du und ganz Horizon Mexico. Drei Kapitel jetzt, die wir ausgeben können. In 400 Metern rechts abbiegen. Aber ja, das ist wie gesagt... Machen wir heute nicht. Ich möchte die Story zumindest mal durchspielen. Wir werden nicht alle Kapitel machen, das machen wir dann in einer anderen Folge oder in einem Livestream, weiß ich nicht genau. Bietet sich auch durchaus an, das Ganze vielleicht in einem Stream zu machen, die alternativen Kapitel sozusagen, aber ich möchte zumindest einmal durch sein mit der Story. Horizon Arcade beginnt bald. Stell dich doch in der Zwischenzeit den anderen Fahrern vor. Ja, mach ich. Tschüss. Rechts abbiegen. Bremsen. Du hast dein so. Ziel erreicht. Was? Nein, eben nicht in der Baja. Okay, das war das Falsche, was ich ausgewählt hatte. Okay, ich bin zum Falschen gefahren, wollte aber das Richtige auswählen. Ich habe das Richtige jetzt ausgewählt, also alles gut. Ich habe alle Mods und Extras abgenommen, so wie Papa Fernando ihn 1963 gekauft hat. Puro Wocho Original. Und nebenbei habe ich ihn auch noch umlackiert. Der coolsten Autos überhaupt. Verdad? Okay, bringen wir ihn zurück. Stellen wir ihn wieder in die Scheune. Solange wir ihn nicht wieder verlieren. Ja, du hast alle Mods rausgenommen, sehe ich. Sehe ich auf jeden Fall. Das ist die serienmäßige Leistung von einem VW Käfer. Die hatten damals 170 PS. Falls ihr es nicht wusstet. Wurde es so verkauft. Stunts und Rennen. Auch die Verbindung zu Mi Familia und Papa Fernando. Wenn wir dieses Auto fahren, dann fühlt es sich so an, als wäre er bei uns, oder? Ich werde sein Bild nehmen, ich sehe Alonso hier nicht, sodass er in der Garage immer über mich wachen kann. Verstehe. Ich weiß wirklich zu schätzen, dass du das mit mir teilst. Nicht der Rede wert. Wirklich. Er hätte dich sicher auch gemocht. Manches. Machen wir das Foto, solange es noch hell ist. Ja, machen wir. Das ist, also die Story ist wunderschön, finde ich. Und ich meine wirklich die Story. Die Aufgaben sind so eine Nebensache für mich. Ich finde die Story an sich einfach schön dahinter. Also sie haben ja für die Story auch tatsächlich einen... Okay, ich weiß nicht genau, welche Rolle das ist, aber... jemanden rangeholt, der tatsächlich in der Filmindustrie arbeitet. Und ja, man merkt das auf jeden Fall. Das merkt man definitiv. Aua. Wollte kurz abkürzen. 2 Meter zumindest, damit wir das zumindest haben. So. In der Nähe der Scheune. Einfach nur in der Nähe? Muss die Scheune drauf sein? Oder reicht das so quasi auch? Okay, das reicht. Du musst nur in das Gebiet rein. Na gut, okay. Perfekto. Als er hier das Foto machte, war es das Ende. Aber für uns ist es gerade mal der Anfang. Muchísimas gracias. Für alles. Wir haben Papa Fernandos Bild immer auf der Ofrenda für den Día de los Muertos. Dieses Jahr werde ich ihm viel zu erzählen haben. Sag ihm, der Vocho ist in guten Händen. Das ist er. Abuela Rosa sagt, ihr Papa hätte gewollt, dass der Wocho an einen Fahrer wie ihn geht. Ich sehe das genauso, also, er gehört dir. What? Was? Alejandra, nein. Nee, das ist deiner. Versprich mir nur, dass du ihn immer in meine Taller bringst. Und jetzt raus hier. Du hast noch die Ruhmeshalle vor dir. So haben Papa Fernando und ich Zeit, an neuen Ideen zu arbeiten.
Ach cool. Jetzt krieg ich ihren. Das ist schön. Das ist schön, wirklich. Habe ich jetzt den Käfer bekommen oder wurde das jetzt quasi nur gesagt? Weiß ich nicht. Erstmal Respins drehen. 3 Stück, warum auch immer. Woher ich auch immer jetzt 3 Respins habe. Aber egal. 600 LT. Komm, der wäre schön. Ah, okay. Ein Käfer haben wir zumindest. Und 200.000. Auch cool. Burpark? Nee. Hä? Okay, irgendwas Grundlegendes verstehe ich, glaube ich, gerade nicht. Ah, in den Auszeichnungen, vermutlich. Warte mal, Stories? Watcher? Ah ja, hier. Ein Käfer! Cool. Ich schätze mal, das ist, ja, das dürfte ein serienmäßiger Käfer sein, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja. Auch schön. Wir gucken uns mal noch kurz an, was man beim Käfer alles umbauen kann. Das heißt, wir fahren mal kurz zum Haus zurück. Bei nächster Gelegenheit wenden. Und wie gesagt, schauen wir einfach mal, ob man den wirklich so crazy aufbauen kann, wie ich mir das erwarten würde. Ich meine, der Käfer gehört halt zu Mexiko dazu. Und mit dem Käfer kannst du alles machen. Also, come on. Da muss doch irgendein geiler Scheiß mit passieren. Da muss doch ein 918-Motor, ein V8 oder sonst irgendwas reinkommen. In Horizon 4 war das verrückteste, glaube ich, ein GT3-S-Motor. Der halt immer noch cool ist, definitiv, aber... Naja, ob du jetzt 500 PS da drin hast oder 900, ist halt schon ein Unterschied. Und auch, ob der irgendwelche Aufbaumöglichkeiten hat. Vielleicht hat der Käfer ein Blaulicht. In 400 Metern rechts abbiegen. Das wäre genial. Rechts abbiegen. So, ich möchte jetzt nicht unbedingt ins Horizon Arcade Gebiet reinfahren. Nee, die Lift-Zone wollte ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Ah, das war doch ein Anfang. Versuch es nächstes Mal durch die Flaggen zu schaffen. Ist nicht einfach. Ich wollte. Ich hab nicht mal. Ach, egal. So. Was geht hier ran denn? Interessiert mich gerade einfach nur noch. Und euch bestimmt auch. Ich meine, es ist ein Käfer. So, hier wollte ich hin. Ich muss mich immer noch ans neue Interface gewöhnen. Wir können... Okay, 5 Motoren einbauen. 2,0 Liter rein, 4 VTEC. Sieht mir irgendwie nach Civic aus. Flat 4 Turbo ist ein Subaru. 2,5 Liter Flat 4 Turbo müsste immer noch ein Subaru sein. 2,0 Liter Flat 4 Turbo Rally. Ja, auch hier wieder nur der GT3 RS Motor. Schade. Da wären geilere Sachen gegangen, glaube ich. Und ja, auch Anbauteile. Genau das gleiche wie in Horizon 4. Schade. Ich dachte wirklich, mit dem Käfer wird ein bisschen mehr passieren, aber na gut. Ist scheinbar nicht immer so. Wir holen noch die Viper eben ab, würde ich sagen. Und? Keine schlechte Ausbeute für ein paar Gerüchte und eine alte Scheune, was? Oh, hier sind ja die Schlüssel. Jetzt zieh ein paar Blicke auf dich. Ja, noch nicht. Das Geile ist, der Racing Escort ist halt immer noch nicht fertig. Aber gut, es ist fein. Irgendwann passiert das schon. Meine Damen und Herren, ich würde sagen, das war's mit dieser Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr mit euch nach oben so wie ein Abo freuen. Nächstes Mal werden wir dann 2 neue Kapitel von Horizon freischalten. Und ja, bis zum nächsten Mal. Servus!